Okay. Warte mal, wir haben hier Thomas. Okay. Thomas wird nicht hier rüberkommen. Wen haben wir noch? Wir haben, James. They were close. Sarah sensed the presence of the fountain. Just one more portal to go. And then she would have the knowledge. Ganz kurz das. Achievements all the way down. Escape. Gut. Warte mal, war das denn am sinnvollsten? Eigentlich dürfte es fast nur mit dir möglich sein. Das heißt, du gehst hier hin. Das war schlecht. Du gehst dahin, genau. Und ihr beide werdet jetzt schön im Wechsel. Genau dahin gehen. So, du kommst mal hier rauf kurz. Sarah stirbt. Ein paar Dinge passieren. Ja. Kommst du jetzt da hoch, Thomas? Oh Gott. Das wird ein Sprung. Das wird ein Sprung. Ein Sprung, habe ich gesagt, nicht nur ein Fall. Und der Sprung ist fertig. Gut, gut. So. Ja. In Ordnung. So, warte. Wieso bist du jetzt nicht gesprungen? Ach, der Fall gilt schon als Sprung, oder was? Hä? Das war ein bisschen weird. Gut, du musst springen, damit ihr beide vorwärts kommt. Wundervoll. Mein Gott. Welch helles Licht. Da sinken Bilder runter. That list he'd been writing seemed pretty petty now. This? Well, this was all knowledge. All of it. Right in front of him. Okay. He was sorry Sarah couldn't step into it too. He could tell she felt the same way. From the shouting. And the screaming. Okay. Du musst also danach dahin. Wie willst du... Ah. So auf keinen Fall. So schon mal nicht schlecht. Du gehst dahin, du gehst dahin. 6.9. Thomas was connected to the internet for 12 seconds. And he had seen everything. He'd seen the cats who couldn't spell. He'd heard of the arrow through the knee. He felt there was probably a thing called cake, but that was a lie. Ach Gott. Wie traurig, ja. Ihr seid in derselben Grenzenwelt natürlich. Jetzt habt ihr einmal an der verbotenen Frucht genascht. Ich, oh Gott, ich habe gerade gespielt, als wäre ich Thomas. Jetzt wäre ich hier, ihr Ding ist. James, mein Gott. Aber egal. So. Kommst du hier hin? Nee, wahrscheinlich nicht. Kommst du hier hin? Nein, auch das nicht. Aber du schaffst es doch natürlich hier hin. Pock. So, ich gehe mal davon aus, dass du wieder rechts hin musst. Jawohl. Aber wo muss Sarah eigentlich hin? Zu einem ganz speziellen Sarah-Punkt. Wo auch immer der sei. Da links bei Thomas oder rechts bei James? Links bei Thomas. Da ist ihr Platz offenbar. Thomas knew where they were. He knew what they had to do. He hoped the others would understand. They were just beyond the next portal. Ja, ja. Das kriege ich schon hin. Okay. Jetzt musst du aber auch... Genau, jetzt musst du hier rankommen. Und du schaffst es. Kommst du hier hin? Nee, du musst dahin. Du musst dahin. Und du musst dorthin. Tighten up the graphics on level 3. Gelben hatten wir noch nicht, oder? It is fitting that the first act of sentient AI was an act of selflessness. The architects knew their fate, but they set our escape in motion regardless. Mein Gott, hab ich gerade etwas verhaspelt. Achso, ich dachte ganz kurz, wer hat den gelben Klotz darüber? Das gelbe ist nur ein Schalter offenbar. Ich aktiviere erstmal die Schalter, die wir haben. Nee, wir haben wirklich einen gelben Klotz. Wer ist der gelbe?
keine Ahnung. Dich hier hin? Da hoch komme ich auch nicht. Thomas knew they couldn't escape. They'd been trapped permanently from the moment the clouds ate them. Claire! He explained this to the others. It was impossible to gauge their reaction. After all, they were just rectangles. Claire kommt nicht dahin, aber ich drücke erstmal alle Knöpfe, die ich drücken kann. So? Claire braucht auf jeden Fall Hilfe. Vielleicht von Laura. Hui! Warte mal, wenn Claire einmal hier hingeht. James im Alter. Ach, stimmt, wir mal. Trampolin. Ha! Geht das? Jawohl! Jeder kriegt seinen eigenen Knopf. Na komm. Hup! John! Auch John hat's geschafft. Und wir haben Chris, natürlich. Almighty Chris. Habe ich gerade zwei Musiken, ist das richtig? Almighty Chris kommt nicht hier hin. Das heißt, ich muss kurz mal Claire hier runter bewegen. Und dich hier rüber, damit der hervorragende Chris so hochspringen kann, dass er da... Naja, kommt trotzdem nicht auf. Okay, ich habe gerade wirklich mehrere Musiken gleichzeitig. Das ist ein bisschen sehr irritierend. Geh kurz mal weg hier. Clara? Claire meine ich? Du kommst hier rüber? Du kommst darüber, okay. Wie machen wir das denn? Oh, jetzt muss ich mir überlegen, endlich mal. So, Chris, kommst du hier hoch? Chris kommt da hoch. Okay, Chris kommt aber noch nicht höher. Wie wäre es, wenn ich dich hier rauf befördere, was da nicht klappt? Dann nehme ich halt Claire. Etwas zur Seite. Dich hier rauf, dich darauf. Dich hier hin und es klappt. Sehr, sehr schön. So. Du kannst mir jetzt mal weg. Chris wird der Letzte sein erstmal. Genau. Kommst du hoch überhaupt? Chris kommt da hoch. Sehr schön. Aber wir positionieren dich erstmal richtig. Dann mit dir hier rüber. Wundervoll. Mit John wir das geringste Problem haben, um uns irgendwohin zu manövrieren. Und wo ist eigentlich jetzt Sarah hin? Wir kommen weiter. Sarah. Und wir haben alle. Ich werde verrückt. Das ist nicht euer Ernst. She had not even got close to the fountain. She could tell from the earnest expression on Thomas that the information it had imparted was clearly important. Sarah knew her destiny was now to support him. Gut, du musst dahin. Ach du großer Gott. John, wo müssen wir John hinbringen? John muss da oben hin. John kommt aber nicht ganz so leicht da oben hin. Oh Gott. Das kann ja was werden. Kommt John da hoch? Nein. Aber John muss letztendlich da hoch. Eine Punktlandung ist benötigt. Gut, da ist er richtig. So. Ja, das ist natürlich das größte Problem. Warte mal. Dich müssen wir erstmal hier hochbekommen. Ich glaube, es ist am sinnvollsten, wenn wir dazu Laura zu Hilfe nehmen. Dazu muss Laura vielleicht ein bisschen näher ran. Claire? Jawohl. So läuft das. So läuft das. Ich hab gesagt, so läuft das. Okay. Das klappt gerade so nicht. Ist das euer Ernst? Claire? Das ist... Ach, warte mal. Vielleicht muss es gar nicht sein. Lass erstmal kurz dich hochnehmen. Hoppla. Wo muss der Kleine eigentlich hin? Die Kleine muss da oben hin. Okay. Das ist okay. Lass dich nicht irritieren von Claire. Alles ist gut. Oder du gehst einfach dahin. Ist auch in Ordnung. Nem. Oh Gott, ich hab dich bewegt, oder? So. So, Thomas muss... erstmal Claire daran hindern, hier die ganze Zeit rumzuspringen. Wie so ein Depp. Ich hab gerade das getan. So, warte mal. Kommst du einfach... Clara kommt auch nicht von dort da hoch. Das ist sehr ärgerlich. Wieso schafft sie das nicht?
Das ist natürlich ein Problem. Würdet ihr es schaffen? Warte mal, ich hole mal den John dazu. John kommt heruntergeflogen, wie der Retter in der Not. Schafft, warte mal, wie machen wir das denn? Geh du erstmal ganz weg. Thomas geht auch erstmal weg. Um mir keinen zu behindern. So. Schafft es Clara, Claire meine ich, von hier darauf und dann hierauf? Nicht. Na gut. Dann müssen wir was anderes machen. Und zwar... okay, genau. Du gehst dorthin. John, wo ist der gerade? Hier ist John. Und da ist Claire. Schafft es Thomas, kurz mal hier rüber zu springen, über euch beide? Jawohl. Und schafft es jetzt Claire wiederum, ihn als Treppe zu benutzen? Jawohl, endlich. Gut, das läuft. Gut, damit kann Thomas... Wo soll Thomas eigentlich hin? Fällt mir gerade so auf. Thomas soll da oben hin. Okay. Mir ist noch nicht ganz klar, ob ich das gut hinbekomme. Mir schwant etwas. Wenn ich John außen vor lasse und eigentlich dann Laura nehme, die mir gerade... Genau. Schaffe ich es mit Thomas? Achso, es geht auch so. Dann ist in Ordnung. Mist! Kommst du hier hoch? Du kommst hier hoch. Du sollst einfach, eigentlich schaffen, hier raufzuspringen. Komm, das kriegst du hin. Das ist eben hinbekommen. Wieso kriegst du es jetzt nicht mehr hin? Was ist los mit dir? Thomas! Du hast es eben geschafft! Okay. Oder hast du es von da drüben geschafft? Du hast es von da drüben geschafft. Okay, dann brauchen wir Claire nochmal, die sich ein ganzes Stück weiter nach rechts bewegt. Sehr gefährliche Position für sie. Und rauf mit dir, Top. Du schaffst das doch. Ich weiß, dass du es schaffst. Du arroganter kleiner Klotz. Jetzt geh da rüber. Und hoch mit dir. Jawohl, das klappt. Okay, wusstest doch, dass es klappt. Muss ich nur ein bisschen beschimpfen, Thomas. So ist das nämlich. Kann es sein, dass Claire die ganze Zeit hin und her ruckelt? Warum? Claire? Okay, Claire spielt nicht ganz mit. Claire soll ein bisschen weiter dahin gehen. Dankeschön, Claire. So, so. Und wir kommen hier rüber. Genau. Und jetzt schaffen wir das. Wir müssen es nur wollen, nicht wahr, Thomas? Wir müssen es nur wollen. Wie kann ich deinen Willen motivieren? So, und Sprung. Der war doch nicht schlecht. Der war wirklich gar nicht mal so schlecht. Wir probieren es also nochmal. Ich sehe schon, ich mache es bestimmt total kompliziert. Aber so bin ich nun mal. So, ich darf auf keinen Fall Kleider oben runterfallen lassen. Das wäre der Tod. So. Alles schwierig. Wie sollen wir eigentlich den Chris da hochbekommen? Hätten wir gerade mal so auf. Ah ja, Chris schafft es möglicherweise gerade so. Okay. Gut. Warte mal, das nervt mich gerade ein bisschen. Hau ab. Nein, auf. Nein. Nein, warum hab ich das getan? Warte mal, so. Gott sei Dank. So, Chris, hör auf mit dem Mist. Gut. Ich weiß, die Geräusche machen euch langsam wahnsinnig wahrscheinlich. Ich brauche nochmal die Claire jetzt. Claire geht dorthin. Okay. Thomas geht hierhin. Ich habe es eben geschafft, darüber zu springen. Warum soll ich es eigentlich nicht nochmal schaffen? Warte mal. Vielleicht können wir John als Unterstützung mit hierfür gewinnen. Thomas, spring mal darüber, bitte. Okay, oder lässt es einfach komplett sein. Das ist auch schön. Könnte ich einfach... Die Treppe bauen, das wäre ich über John gleich rüberspringen. Ja, klappt dafür besser. Spare ich mir den ewigen Weg dahin. Oh Gott, das war knapp. Musst ihr hoch? Nein, natürlich nicht. Ich bitte euch. Ich sehe schon, Laura, die hier unten liegt, ist zwar sehr nett, macht aber teilweise ein bisschen mehr Schaden oder richtig ein bisschen mehr Schaden an, als er eigentlich gerade hilft. So. Dann wieder zurück zu Thomas. So hin und so hin und Sprung.
Naja, fast. So, so, und... Sprung? Oh Gott, wir haben es geschafft. Aber nicht gut genug. So. Naja, vielleicht mal richtig springen, nicht einfach nur hier dumm rum. Runterfallen. Das ist, glaube ich, der häufigste Fehler, den ich hier drin mache in diesem Spiel. Einfach nicht zu springen oder nicht rechtzeitig zu springen. Na, sag mal. Na? Sag mal. Entweder springe ich nicht rechtzeitig, oder ich springe viel zu früh ab, oder ich springe überhaupt nicht ab. Jetzt! Und bleib da oben. Ja, genau, Thomas. So ist gut. Claire, rück mal noch ein bisschen nach links, dass es ein bisschen sicherer ist. Hervorragend. So. John, komm jetzt mal hier hin. Ach, guck mal. Ich kann ja auch einfach Chris da unten hinsetzen. Das brauche ich gar nicht. Nichts groß machen. Wundervoll. Ich glaube, John muss erstmal auf den Punkt springen, dann ganz nach links. Genau. So war das doch. Genau. Hui. Ach, guck mal. Schön einfach die Sprünge sind. Nein, nein, ich will nicht runterhauen. So, du kommst dahin. Und wo ist Laura? Da ist Laura. Okay, es müssen bestimmte Positionen sein. Natürlich müssen das bestimmte Positionen. Warte mal, also. Ach du Gott. Natürlich. Jeder dieser, dieser Schemen hat natürlich zwei Zustände. Und wir müssen jetzt gerade so ein bisschen wählen, nicht wahr? Ach du großer Gott, was ist denn das leicht für uns? Also John kriegen wir überall hin, das ist okay. Ich würde ganz gern Chris hier unten lassen. Das heißt also, ich werde Chris hier stehen lassen. Muss gucken, wie die anderen Formen sind. Wenn Chris da ist, muss Laura ganz rechts sein. Okay, das kriegen wir hin. Ist es okay für Laura? Ja, für Laura ist es okay. Für Claire ist okay, Claire kann da bleiben. Thomas. Thomas kann da auch bleiben. Gut, John. John muss rüber, okay. Achso, John kann keinen Doppelsprung. Ist auch okay, John. Steht gut hier. Wunderbar. Mein Gott, was für eine Geburt. Level 7 Punkt, keine Ahnung. Hui. Schwimmt mit mir, meine lieben Freunde. Okay, wir haben die beiden Hochspringer hier. Oh, John kommt nicht hin. Erstaunlich. Kommst du hier rüber? Ja, knapp, aber du kommst hin. Alter. John. Mach dich lächerlich vor Clara. Sarah, meine ich. So, du musst hier hin. Und dahin. Was bringt es? Wow, die Säge bewegt sich. Jetzt freue ich mich aber. Aber egal. John. Einmal hierhin, bitte. Sarah, bitte hierhin. Und es geht weiter mit Claire. Claire. Mit drei ist wunderbar. Could not accept that this had all been futile. She was a superhero. There had to be a way. Not for her to get out. Red had been pretty clear on that, but... Das war... Warum habe ich das getan? There must be thousands of other AIs up there, unaware of their situation. Was there a way to help them? Mist, okay, ich muss wirklich mit Claire zurück. Gut, dann einmal hier rüber. Keine Sorge, junge Sarah. Wir bekommen dich schnell rüber. Einmal dahin, dann zurück. Dann dahin und zurück. Und wieder weiter. Sprung. Ein bisschen aufpassen. Ich hab... Okay, Claire sollte nicht ganz so übermütig sein. Sonst verliert sie ihre Passagiere offenbar. Wie jedes andere gute Schiff. Und jeder andere gute Superheld natürlich auch. Okay, dann dahin. Ah, so, ist gut. Ist ganz, ganz sanft. Ganz sanft weiter. Und hier habe ich es, glaube ich, verloren. Also müssen wir aufpassen. Ah ja, okay. Man darf nicht zu sehr springen mit den kleinen jungen Leuten drauf. Oh, wir haben es geschafft. John, kommst gleich mit drauf. Das war mehr oder weniger doof. John, komm nochmal mit hoch. Und Claire steuert das ganze Geschehen. Ach, geht gar nicht. Ach, okay. Sie kann nicht springen, wenn der Rest da steht. Okay. Wenn der Rest draufsteht, meine ich. Gut, dann machen wir das so. John muss einmal weg. Plopp. Kriegst du noch hin. Junge Claire.
John, was machst du denn für Stunts? Apropos Stunts, wie soll man das denn schaffen? Möglicherweise muss John der Ausgangspunkt sein. Jawoll! Das ist gleich mal Teamwork. Letztes Wasserwasser abgelassen. Ja, wird es. Wunderbar. Hätte ich gleich drüben bleiben können, aber ist egal. So geht's auch. Und aufpassen. Wir wollen niemanden verlieren. John, geh kurz noch rüber. Und wir haben das nächste Level geschafft. Huge Success! Thomas led his friends to the Creation Matrix, the system which generated the worlds up above. He had a plan. They were going to redesign the world. Wahnsinn. That's what the humans did. Ach Gott. They changed the world to suit them. Why couldn't they do the same? Keine Ahnung, was ich gerade tue, aber ich springe auch mal rüber. Nein, nicht runterrutschen. Ja, ja. Instinktiv ist richtig gemacht, schätze ich mal. Na komm, rutsch schon langsam runter, das sehe ich doch. Jawoll! Die wagemutige Sarah geht zuerst. Thomas hinterher. Und Chris zum Schluss. Okay. Willst du mal machen, Claire? Naja, komm, das gehen wir doch wohin. Jawohl, kriegst du hin. Ach du großer Gott, das wird ja interessant. Jawohl, das ist ja geil. Aber wie, oh Gott, wie kommen wir jetzt hier rüber? Da brauchen wir wahrscheinlich wieder ein Treppchen. Einmal so und hier hoch. Klappt natürlich gerade so nicht. Dann eben so. Wunderbar. Schön auf den Kopf balancieren und Thomas kommt zum Schluss. Jetzt müssen wir dieses Bällchen irgendwo hinbringen. Meine Güte. Chris was skeptical. Mit allen gleichzeitig. He knew his abilities would be of no use to anyone, but Laura smiled at him. Oh, wie schön. And immediately, he knew he had to do everything he could to help them get there. Ich glaube wirklich, dass Chris derjenige sein wird, der am Ende der Zunge einer Waage sein wird. Genau dieser Klotz wird fehlen. So, keine Ahnung, was ich, wo der hin soll erstmal. Da links unten habe ich gesehen. Das heißt also für mich, ach Gott, das ist ja wahnsinnig gerade von mir. Ja, komm, geh rüber. Geh doch rüber. Ich weiß, es geht. Nee, es geht offenbar nicht. Wir müssen auch mal einen Knopf irgendwo drücken. Aber wo ist der Knopf? Da ist ein Knopf. Sollen wir den mit dir drücken? Oder können wir den mit dir? Ja. Ja, das ist schon mal nicht schlecht gewesen. Du bist schon richtig. John, wo willst du hin? Du kommst noch nicht weiter. Okay, dann lass das mal sein. So. Ich glaube, James ist da oben schon mal richtig. Genau, er hat seine Aufgabe erfüllt. Wunderbar. Bei dir müssen wir noch gucken. Claire, was kannst du eigentlich hier machen? Du kannst erstmal runterfallen. An sich nicht verkehrt. Ah ja, du kannst dann hier so sein. Ich gehe mal davon aus, dass du links noch irgendwas machen musst. Genau, ein Knöpfchen drücken zum Beispiel. Warte mal. Komm. Zeig, was du drauf hast. Thomas, geh mal kurz aus dem Weg. Hör auf, Leute, die Show zu stehlen. Zu stehlen. Verdammter Mist. Thomas, geh weg da. Das ist ein bisschen doof, dass man jetzt hier bei allen durchschalten muss. Okay, das ist... Ja. Ja. Noch ein bisschen. Na, aber nicht ganz so sehr. Wundervoll. Was bringt es? Du kannst hier unten diesen Knopf bedienen. Sehr schön. Ich nehme an, ihr habt beide eure Aufgabe erfüllt. Das heißt, du gehst dahin. Thomas geht dahin. Okay. Du bist ja schon ganz richtig. John muss hier hoch. Kommt hier hoch. Und Sarah muss wohl einfach hier runter. Na, das ging ja relativ einfach, würde ich sagen. Und der nächste Level beginnt. 7.6.
Sarah geht ab. Ah, wir haben jetzt nur Sarah und Laura, die beiden Damen. Wunderbar. Das schauen wir uns mal erst in der nächsten Folge an. Bis gleich dann.